Willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir so genau waren, aber wir haben 38 Pokémon. Yay! Ah, gut, dass ich mich das letzte Mal genauso hingestellt habe, dass ich weiß, was ich machen wollte. Denn wir wollten nämlich jetzt hier gen Süden gehen. Oh, guck mal, da ist sogar noch ein Häuschen. Vor dem Schwimmen muss ich mich noch aufwärmen. Wer wärmt sich vom Schwimmen auf? Ja gut, so Sportler-Dinger, aber vom normalen Schwimmen. Tentacha. Tentacha ist so ein Pokémon, da erinnere ich mich dran, als ich nämlich das erste Mal von... Oh, fuck. Ist das jetzt Johto, wo wir sind, oder ist das Kanto? Ich glaube, das ist Kanto, wo wir sind. Aber auf jeden Fall bei Gold, wo ich dann von der einen Insel zur anderen geschwommen bin. LKW. war das erste Pokémon, was mir da über den Weg gekommen ist. Ich weiß nicht, warum mir das so im Kopf geblieben ist. Ein Mushas. War das nicht mal blau? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall immer noch mit Mr. OBS unterwegs. Nö. Das ist irgendwas, was immer wieder angreift, oder? Ja. Ätzend. Nächste Woche werde ich mich auf jeden Fall darum kümmern. Ja. Wir haben heute übrigens den 21.06. Ja. Wir haben den 21.06. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Weil du dich so aufgeregt hast. Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Ah, wir dürfen gleich Surfer einsetzen. Wie sich Wellen vor dem Surfer neigen. Goldini, Goldini. Und da kommt schon wieder der fucking LKW. Ne, das ist ein anderer. Das ist ein von Kühn und Nagel. So ein richtiger LKW. Mit Anhänger sogar. Warum fährt der hier hoch? Na gut. Ey. Ktsch, Karate schlagen. Meine Nase ist etwas voll. Und wir erreichen Level 33. Yay. Ein Seepär. Nö. Das kriegst du vielleicht noch hin, Dave. Na. Ich glaube, Blubber ist gut. Nee, doch nicht. Ich muss auf jeden Fall auf zwei Uhrzeiten achten. Und Stern, du. Nö. Und zwar immer auf die Zeit, die ich aufnehme und die Zeit, die richtige Zeit, weil ich muss nämlich um 10 nach 1 weg. Und dann um 16 Uhr wird ja gestreamt. Ihr werdet diesen Part auch noch heute sehen. Ich muss gerade überlegen, aber ich muss ja nicht nachbearbeiten. Nö. Ist doof, aber jetzt müsste eigentlich tot sein, oder? Ja, wunderbar. Ja, heute um 16 Uhr wird gestreamt. Und den Part hier werdet ihr heute auch noch sehen. Mich fröstelt's. Fröstelt's. Hi, hast du Hunger? Wir haben heute Burger im Angebot. Burger. Was? Hallo. Pika. Könnt ihr miteinander reden? Es liebt mich.
Dann halt nicht. Burgers? Was ist das da? Ist das eine Kasse? Sieht wie eine Maschine aus. Na, ich glaube, es ist eine Kasse. Was ist das da? Ist das ein Fenster oder ein Bild? Die Server bilden eine Einheit mit der See. Burger. So, wem habe ich den Surfer gegeben? Dem Alex habe ich es, glaube ich, gegeben, ne? Ja. Das hat in Gold aber auch eine andere Musik. Okay, das ist sehr... Ich guck gerade erstmal, wo bin ich hier überhaupt? Ach, Karte ist bestimmt ganz unten. Nee, irgendwo mittendrin. Okay. Jetzt können wir auch hier Wasser-Pokémon fangen. Zum Beispiel ein Tentacha. Ich denke mal nicht, dass wir das schon haben. Was haben wir denn hier? Superball. Der Sat 1 Superball. Ist doch Superball, oder? Komm einfach drauf mit den Bällen. Nice. Neuer Eintrag. Tentacha, Qualle. Größe 9 cm. Ja. 90 cm, 45,5 Kilogramm. Das ist schon einiges. Findet man ein schwaches Tentacha am Strand und wirft es ins Meer zurück, so wird es wieder topfit. Das ist auch cool. Aber ich finde irgendwie, dass diese die Gewichtsangaben und die Größen irgendwie voll so zusammenpassen zu den Bildern. Nö. Gegen dich möchte ich kämpfen. Ich schaue auf das Meer, um zu vergessen. Bla. 2. Seeper. Kriegen wir hier auch einen Seeper? Oh nein, der LKW kommt zurück. War ihm wohl klar, dass er sich verfahren hat. Hält er an. Aber nicht, bitte nicht vor meinem Fenster jetzt. Also halb vor meinem Fenster. Der steht jetzt an der Kreuzung. Jetzt ist er ausgestiegen. Oh, jetzt hat er das Ding angelassen, Alter. Ah! Was haben wir denn hier? 39, 39, 38, 37. Ach, das ist alles passend. Ich dachte, Christoph wäre stärker. Ah ne, das ist Christoph. Alex war. Okay. Ist das gut? Ist Feuer gut gegen Wasser? Nein. Aber ich glaube, Christoph kriegt jetzt einen Arsch voll. Nee, auch nicht. Sehr effektiv. Ich bin sehr verwirrt. Nö, Christoph kann mal draußen bleiben. Schlitzer. Ja. Doch. Ja, Christoph war ich der 38. Oh Gott, bin ich müde. Ach, schon besiegt. Ich dachte, er hätte noch eins. Nein, ein traumatisches Erlebnis. Ich freue mich schon heute voll auf den Stream. Da höre ich wieder Musik, die nicht passt. Also nicht zu CS und so passt. Ich finde das immer sehr lustig irgendwie. Oh. Könnte nicht. Jetzt hält ja auch noch ein Auto.
Ach Leute, was ist denn los, ey? Hier, komm. Ja genau, ich höre dann immer so 50er-Jahre-Mucke, während ich Counter-Strike zocke. Das passt überhaupt nicht, aber macht irgendwie voll Bock. So, guten Tag. Ich gehe gerne schwimmen. Du auch? Nein. Ich gehe nicht gerne schwimmen. Damals ging ich gerne schwimmen. Heute nicht mehr. Ein Quapsel. Ich finde Quapuzzi aber süßer. Oh, super. Voll nice. Ah, ein Quapuzzi. Nö. Das ist so putzig. Deswegen heißt der Quapuzzi. Blubber. Aber das zieht ja nicht so viel. Jetzt sagt ihr, nee, du bist ja auch 8 Level höher. Aber ich habe auch mal ein Pokémon bekämpft. Was irgendwie, weiß ich nicht, das war glaube ich 50. Oder so, das eine Pokémon von der einen Arena-Leiterin. Ich meine, das wäre 50 gewesen. Oder 45. Und das habe ich auch ganz einfach besiegt. Aber da hatte ich auch Glück. Mann, war das ein Bauchplatscher. Hallo. Was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Ein anderes Land. Ein anderer Kontinent. Jetzt andersrum sagen sollen. ich habe gerade etwas verpeilt, weil ich musste auf die Uhrzeit, auf die Zeit gucken, die ich aufnehme. Weil ich will immer 15 Minuten aufnehmen. Ein Tentacher. Nein. Ich hätte gerade für Tentacher irgendwas anderes. Wie heißt denn die Weiterentwicklung davon? Tentoxa oder sowas? Irgendwie sowas war da. Nö. Noch ein Tentacher. Ja, gut. Ich finde das aber auch ganz lustig, dass wenn irgendwie Trainer mehrere Pokémon haben, dass sie dann direkt ein paar Level niedriger sind. Und wenn sie nur ein Pokémon haben, dann ist das irgendwie so ein Level, weiß nicht, 35 oder so. Weil die werden jetzt hier nur alle 27, glaube ich. Mir ist ein bisschen kalt. Ich habe auch nur so einen Tanktop an und heute ist kühl. Ich habe quasi immer noch meinen Schlafanzug an, quasi. Ich habe zwar keinen richtigen Schlafanzug, aber... Blubber, Gluck. Hätte da abgesoffen. Hallo. Ich wollte nach Pokémon tauchen, doch das war keine gute Idee. Warum? Wenn du besiegt worden wärst, dann wärst du jetzt nicht hier. Was hast du denn? Ein Goldini. Ich bin mal gespannt. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, ob wir die 100 Parts knacken, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wir die 100 Parts knacken. Ich wollte zwar eigentlich, wollte ich noch Sichlor fangen. Yay, Level 39. Aber da ich erfahren habe, dass Sichlor eine 99,9%ige Fluchtchance hat, oder Flucht, wie man das auch immer nennt. Flucht. Weiß ich nicht, oder Wahnsinn. Nein, nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, nee. Vor allem, weil ich es nicht einschläfern kann in der Safari-Zone, weil ich dann nur Steine und Fressen habe, ist mir das dann doch ein bisschen zu langwierig. Und dann fange ich es lieber irgendwann in Gold oder so. Weil in Gold habe ich schon mal gefangen und ja.
Golking. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. What the fuck? Das ist so hässlich. Muss mal gerade gucken. Ja doch. Wir machen jetzt erst hier den Kampf fertig und dann schreibe ich zurück. So. Hilfe! Okay, gut. Dann mache ich hier Schluss und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme.